Spiritualität und Geld ist im Prinzip auch immer wieder ein Thema, das im Laufe der Geistesgeschichte der Menschen, im Laufe der Glaubensgeschichte der Menschheit immer wieder aufgeworfen wird. Und es gibt zwei große Strategien, wie sich die meisten geistlichen Systeme gegenüber Geld verhalten. Das erste System oder die erste Möglichkeit, mit Geld umzugehen, wäre es entweder total zu verteufeln und eine Gemütshaltung zu entwickeln, wonach du nur durch den bewussten Verzicht auf Geld zur spirituellen Reife gelangen kannst. Die zweite Variante im Sinne eines geistigen Systems von Geld zu sprechen, wäre es zu vergöttern oder zu vergötzen, wie man eigentlich sagen muss. Denn die große Frage ist ja auch, was oder wer ist überhaupt ein Gott? Und ich denke, ein Gott ist zunächst einmal auf der moralischen Ebene jemand, dessen Wort, dessen Urteil in höchster moralischer Instanz gilt. Das allein wäre ja beim Geld schon mal nicht gegeben, denn wenn du denkst, die Gesetze des Marktes, des Kapitals, des Kapitalismus sind nun mal ganz anders als die Gesetze der Nächstenliebe und der Toleranz. Auf der anderen Seite ist der ein Gott, mehr oder weniger, zu dem ich eine Form von Beziehung haben kann und der sich auch aktiv für mich interessiert, der auch seinerseits in Beziehung zu mir steht. Und das bedeutet wiederum, dass es ein Kriterium ist, das im Prinzip für Geld nicht gilt. Denn das Geld interessiert sich nicht für uns. Du bist dem Geld als Mensch komplett scheißegal. Das Geld hat in dem Sinne keine eigene Seele, kein eigenes Bewusstsein oder was in dem Sinne, sondern es ist einfach ein Mittel. Und wenn man heute noch Theologie studierte, sagte mein Professor für Moraltheologie, für Ethik und Gesellschaftslehre, genau, Entschuldigung, es wird zum Problem, wenn das Mittel mit dem Zweck verwechselt wird. Und das ist wirklich ausgesprochen problematisch, wenn du dir vorstellst, Mittel und Zweck sind zwei komplett konträre Dinge. Und wenn der Mittel zum eigentlichen Zweck wird, dann geht es nämlich am wirklichen Zweck, den das Leben haben kann, am Sinn des Lebens komplett vorbei. Wenn du im Namen des Geldes, um des Geldes willen anfängst, auf dem Kapitalmarkt zu agieren, dann sehen wir auch schon sehr stark, sind wir in diesen Mechanismen drinnen, die im Prinzip auch zur Wirtschaftskrise geführt haben. Das sind Mechanismen, die dann bis auch an die Existenzgrundlage gehen können, wenn du in puncto Spielsucht, in puncto Geldverschwendung etc. dir das Ganze vor Augen führst. Ich denke, der beste Weg, mit dem Geld auch auf der geistlichen Ebene umzugehen, besteht einfach in der Nichtanhaftung, im Nichtanhaften lassen des Geistes. Denn das löst im Prinzip beide Probleme. Auf der einen Seite lehnst du so das Geld nicht ab und erzeugst in dir keine negativen Energien gegenüber erstens den Leuten, die Geld haben, zweitens Systemen, die das Geld quasi erzeugen, weiterverarbeiten etc. oder eben umsetzen, also quasi jetzt Marktwirtschaft und in Banken, deren Institutionen. Drittens lässt du dich auch so vom Geld nicht verführen. Denn Begierde und Anhaftung des Geistes, die hängen immer sehr stark miteinander zusammen. Es ist, wie Meister Eckhart sagt, alles Leid kommt her aus Liebe und Zuneigung. Und eine der großen Quellen des Leids, die Eckhart dann weiter ausführt, ist im Prinzip auch der Schaden, der den Menschen am äußeren Gut widerfährt. Weil dadurch, dass du dein äußeres Gut schätzt, dass du es im Prinzip in einer Form liebst, dass du es achtest, dass du es begehrst, dass dein Geist nicht frei ist davon, das führt dann dazu, dass wenn du einen Schaden im äußeren Gut erleidest, es in dir auch ein emotionales Leid hervorruft. Dann erreichst du zum Beispiel nicht die Position, die du haben möchtest. Du hast nicht den Erfolg, den du dir eigentlich wünschst. Und automatisch beginnst du dadurch unglücklich zu werden. Dadurch machst du dir Stress. Durch den Stress aber erlangst du den Erfolg oder das, was du dir wünschst, erst recht nicht. Das heißt also im Prinzip, gerade dann, wenn ich etwas nicht begehre, wenn ich etwas nicht will, wenn ich etwas nicht danach trachte, etwas bewusst zu erlangen, gerade dann wird es in meinem Leben manifest. Gerade dann wird es für mich greifbare Wirklichkeit. Und da gibt es auch eine alte, großartige Weisheit aus der Heiligen Schrift, ich glaube aus dem Buch des Predigers. Wenn du dein Brot, deine Grundnahrungsmittel, deine Existenz über sieben Wellen wandern lässt, geht es wieder zu dir zurück. Und siehst du, das ist ganz etwas anderes, als wenn du jetzt eine ganz andere Gelassenheit auch in deinem Leben haben kannst, wenn es dir gelingt, dich bewusst, geistlich, innerlich von sämtlichen Begierden
des Geistes in Bezug auf die Materie befreien kannst. Auf der anderen Seite definiert so die materielle Gegebenheit, definieren die äußeren Umstände nicht länger dein geistliches Befinden, dein geistliches Wohlergehen und auch nicht deine spirituelle Entwicklung, deine spirituelle Kraft. Du bist dann wie einer, der alles nutzen kann, sich aber von nichts bestimmen lässt. Und das ist die wahre Freiheit. Das ist die Freiheit des Geistes. Indem du frei, unbeschadet siehst, dass alles eins ist. Es geht dann nicht um Erfolge. Es geht ja nicht um Ziele. Es geht nicht um Guten, es geht nicht um Böse. Es geht um die Einheit der Dinge. Bei gleichzeitiger Freiheit in deinem Inneren. Und wenn du erkennst, dass du mit allen Dingen verbunden bist, ja mehr noch, dass du über den göttlichen Funken in dir auch Zugriff hast auf den Weisheitsschatz, auf das gesammelte Wissen von Jahrtausenden, dann wird dir bewusst, welche große Kraft hinter Mystik und Spiritualität in einem geistlich orientierten Umgang auch mit der materiellen Wirklichkeit, mit der materiellen Welt, mit Geld und mit Erfolg stehen kann.